Ja, ich begrüße euch für unseren Vortrag Raspberry Pi Zero USB OTG Mode. Also wir haben den Vortrag geteilt, den ersten Teil heute ich und den zweiten der Manfred dann zur Home-Automation mehr. Also ich möchte über die Raspberry Pi Zero und vor allem da den OTG Mode sprechen. Wir sehen da auf der ersten Seite bereits, es gibt seit ungefähr einem Jahr gibt es die Raspberry Pi Zero und jetzt relativ neu aufgekommen ist die rechte, die Raspberry Pi Zero W, die jetzt auch noch WLAN dabei hat. Die Raspberry Pi Zero kriegt man so, also mit Versand ungefähr 10 Euro und die W ungefähr um 15 Euro. Der große Vorteil oder was jetzt zum ersten Mal bei der Raspberry Pi dabei ist, ist dieser USB-OTG-Anschluss. Das heißt, das ist also ein Micro-USB-Anschluss, der für Verschiedenes verwendet werden kann, nämlich auch als Host oder also er kann entweder ein USB-Gerät sein oder man kann ein USB-Gerät anschließen. Wir sehen jetzt hier nochmal genauer, es gibt eben zwei Anschlüsse. Das eine ist die Versorgung. Wenn man sich einmal da in den Schaltplan reinschaut, sieht man, dieser Micro-USB hat 5 Anschlüsse und beim Power-Anschluss sind eben dann nur die Plus- und Minus angeschlossen, sodass da keine Datenleitungen sind. Schauen wir uns den zweiten, den USB-OTG-Modus an, haben wir hier die zwei Signalleitungen vom USB und zusätzlich noch einen fünften dabei. Das ist also ein USB-OTG-ID-Mode. Und der sagt dann eigentlich, also wenn man es kennt, diese USB-Anschlüsse haben eigentlich nur 4 Kontakte, der hat einen mehr und über den wird dann eigentlich gesagt, ob das jetzt ein Client oder ein Server ist. Also ob das selbst ein USB-Gerät ist oder ob es wie auf einem PC ist, wo man ein USB-Gerät anschließen kann. Wenn man jetzt auf dem Schaltplan das weiterverfolgen würde, ist es leider so, dass bei der Raspberry Pi das ins Nirvana führt, dieser Kontakt sozusagen. Deswegen habe ich hier jetzt ein anderes, das ist ein Orange Pi PC. Da ist der Schaltplan korrekter ausgeführt, da ist alles drin. Und da sieht man, dass dieses, auch dieser ID-Pin da ist, da nennen sie USB IDDET und der ist direkt auf einen CPU-Eingang geführt. Und eben dadurch, der Kernel sagt dann, wie mit dem USB-Anschluss verarbeitet wird, ob das jetzt Client- oder Server-seitig ist. Prinzipiell, es gibt eben nicht nur die Raspberry Pi Zero, die jetzt diesen OTG-Anschluss hat. Es gibt einige alternative Produkte zur Raspberry Pi, die das auch schon immer auch so gehabt haben. Zum Beispiel, was ich jetzt da oben dargestellt habe, ist einmal die Orange Pi Zero. Kann man kaufen bei AliExpress direkt aus China. Gibt unterschiedlichste Varianten von dem. Also nur vom Zero gibt es eigentlich eh nur die 256 oder 512 MB RAM. Da würde ich auf jeden Fall immer sagen, nehmt 512. Die paar Euro, was das mehr kostet, zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn man mehr RAM hat. Der hat eben auch diesen OTG-Anschluss und zum Beispiel die Nano bei Leo rechts oben, die kann man auch bei uns kaufen. Gibt es bei MyLemon und bei Konrad, glaube ich. Die haben auch diesen USB-OTG-Anschluss. Der Nachteil bei diesen zwei ist, dass sie keinen HDMI-Anschluss haben. Die kann ich nur headless betreiben. Also, und das Wichtige bei denen ist auch, der OTG-Anschluss ist Daten, also USB-Anschluss und Versorgung gleichzeitig. Da gibt es keinen extra Stromanschluss. Also wenn ich mit der Raspberry Pi fahren muss, dann muss ich nur den USB-OTG anschließen. Läuft schon, brauche ich nicht extra noch Power. Power brauche ich nur, wenn ich dann einen Stick oder was, das als Stick verwenden wollte. Ich habe mir dann einmal, weil ich vorbereitet habe für diesen Workshop, den es gestern gegeben hat, wollte ich mir ein bisschen anschauen, wie schaut es mit dem Stromverbrauch aus von diesen USB-Geräten sozusagen. Also wir verwenden es ja dann als USB-Client sozusagen am PC. Und da müsste man ja praktisch unter der Spezifikation von den 500 mA, ich meine, es ist die Frage, ob es immer eingehalten wird von den Laptops oder den PCs, ob sie mehr liefern können. Aber grundsätzlich ist der USB-Port ja 500 begrenzt, Milliampere. Und da sind wir mit der Server sehr weit unten. Der verbraucht in etwa eben so 190 mA. Da sind wir weit weg von der USB-Spezifikation. Also sollte es überhaupt kein Problem, da kann ich auch relativ viel Elektronik anschließen, ohne dass ich da jetzt in einen Bereich komme, dass der USB an seine Grenzen kommt. Wenn man jetzt da Konkurrenzprodukte anschaut, also zum Vergleich, nur ein Raspberry Pi 2 braucht dann schon wesentlich mehr Strom, kann man da jetzt näher an diese Grenze ran, aber die hat eh keinen OTG-Anschluss, also das war nur als Referenz. Und das andere, also die Orange Pi
zum Beispiel die Orange Y Zero oben, die könnte man noch leistungsoptimieren, der hat ja einen besseren Prozessor, einen 4-Kernprozessor oben, die kann schon mal viel mehr leisten, also CPU-Leistung rausbekommen. Und die kann man aber ein bisschen runtertakten und dann braucht das ganze System auch viel weniger und dann kommt man eben auch so mit da knapp unter 300 mA locker aus. Also ist ganz gut geeignet als so ein Client-System. Ich habe mir dann noch ein bisschen die Temperaturen angeschaut, die sind auch alle in einem unkritischen Bereich, also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass da ein Problem wäre, wenn man die jetzt an einem PC anschließt. Kommen wir jetzt zu diesem USB-OTG-Betrieb, also dass ich sage, dass die Raspberry Pi Zero Server so ein Client ist. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Kernel-Module, also das mache ich alles über Kernel-Module. Gibt es einige, ich habe jetzt mal so die wichtigsten rausgenommen, die so üblicher sind. Das ist, man kann eine serielle Schnittstelle draus emulieren. Also es gibt sehr viele Geräte, die man am PC anschließen kann und die einfach nur einen virtuellen seriellen Board haben. Also Messgeräte oder irgend sowas. Das könnt ihr zum Beispiel damit simulieren. Dann gibt es einen Ethernet-Modus, das heißt, das tut dann so, wie wenn es ein Ethernet-Gerät war, oder das erscheint dann so, wie wenn es eine Verbindung zwischen der Raspberry Pi Zero und dem PC gäbe, wie wenn das ein Netzwerk wäre. Das mache ich mit dem Ethernet-Modul. Und als drittes gibt es den Mass Storage, da kann ich praktisch so tun, da kann die Raspberry Pi so tun, wie wenn es ja Festplatten wäre. Und sie erscheint dann als Festplatte auf dem PC und man kann dann Daten hin und her kopieren oder so, sowas machen. Wenn zwischendurch einmal ein paar Fragen sind, kann man was einwerfen, wenn es will. Also, so richtige Anwendungen für den Serial-Modus fällt man nicht so viel ein. Wie gesagt, es gibt so Messgeräte oder so, die man am PC anbinden kann, die jetzt da vielleicht über seriell zu dem Messgerät kommunizieren könnte oder so. Aber ich habe es jetzt zur Vollständigkeitsarbeit noch drin genommen. Man müsste also, um diesen Modus zu aktivieren, in der Boot-Config, das kann man auch zum Beispiel unter Windows machen, muss man nicht unter Linux machen, weil das ja auf der Boot-Partition oben ist, die auch mit FAT formatiert ist, müsste man Overlay, dieses DWC2-Modul laden und dann das Command-Line, das sind eigentlich die Kernel-Parameter, die man mit übergibt, da gibt man dann nochmal mit, dass man das G-Serial-Modul laden will. Damit wird der Serienmodus gestartet. Man könnte jetzt theoretisch eine Terminal-Verbindung hinmachen, da müsste man aber noch auf dem Raspberry Pi Zero eben ein Terminal-Programm starten, auf dem Verbindung. Aber wie gesagt, da fallen jetzt nicht so die Anwendungsfälle ein. Den Ethernet-Modul, den wollten wir eigentlich für den Raspberry Pi Workshop eben verwenden, weil es eben super ist. Wir nehmen die Raspberry Pi, schließen sie an den Haupt-PC an. Und es ist eine Verbindung über Ethernet da, wir brauchen nicht extra Maus an den Raspberry Pi Zero anschließen, sondern das Problem halt mit Tastatur, Maus, Monitor, das ist alles gelöst, weil das einfach ein Netzwerkdevice ist, was praktisch an dem PC dran hängt. Und da kann ich dann mit Terminal und kann man X mit also das ganze X durchtunneln und kann dann direkt die GPIOs programmieren wie auf dem Haupt-PC. Da ist so, dass wir eben wieder dieses Overlay brauchen. Das ist Teil des Device-Trees. Wenn es mich interessiert, also ja, ich würde das jetzt einfach mal so hinnehmen. Und weiter unten laden wir dann das Kernel-Modul G-Ether. Da sind noch ein paar Parameter übergeben und zwar muss ich praktisch der Raspberry Pi Zero sagen, was für eine MAC-Adresse hat sie und dem PC, der auch wieder ein virtuelles Netzwerk simuliert, welche MAC-Adresse hat der. Wenn ich muss es nicht mitgeben, dann wird es jedes Mal zufällige generiert. Es ist besser, wenn man es mitgeht, weil dann, wenn man dann die Netzwerkeinstellungen in Mint oder in Ubuntu macht, dann merkt er sich die. Weil der merkt sich die dann pro MAC-Adresse. Sonst schaut jedes Mal aus, wenn es ein neues ist, kann ich jedes Mal neu die Netzwerkeinstellungen machen unter Umständen, also wenn es nicht mit DHCP ist. Das kann ich jetzt prinzipiell brauchen, nur die zwei Dateien editieren, anstecken und das, unter Linux wird es ganz gut funktionieren. Ansprechen kann ich es mit Raspberry Pi.local. Und kommen die schon drauf. Unter Windows wird es nur funktionieren, wenn ich dieses Bonjour von Apple installiere. Das ist Teil, also das heißt ZeroConf. Habe ich das irgendwo hingeschrieben? Ja. ZeroConf heißt das System. Also da wird alles über diesen Dienst wird das alles parametriert. Brauche ich selber nichts parametrieren. Ich persönlich habe das nicht so gern. Also unter Windows macht es ein bisschen Probleme. Man muss mal extra Software installieren, dass das überhaupt funktioniert. Ich arbeite lieber mit einer fixen IP-Adresse. Also ich kann einfach dem
der Raspberry Pi Zero sagen, dass es eine fixe IP-Adresse hat, dann kann ich im PC auch eine fixe IP-Adresse vergeben oder ich mache sogar noch einen DHCP-Server auf der Raspberry Pi Zero drauf und dann wird bei DHCP gleich alles eingestellt und man kommt mit dem DHCP dann auf die fixe IP-Adresse von der Zero drauf. Das Problem ist halt, das Einrichten ist nicht ganz so einfach, es ist auch von der Raspberry Pi Foundation jetzt das Image nicht so richtig für das vorgerichtet. Da ist ganz gut, wenn man mit einem seriellen Terminalprogramm auf die Raspberry Pi Zero drauf geht und das parametrieren kann dort besser. Aber wie gesagt, wir haben für den Workshop dann ein vorbereitetes Image gehabt, das hat aber auch nicht so hundertprozentig geklappt. Also die Parametrierung ist nicht ganz so einfach, wenn man es jetzt aber nur das obere macht und über das Bonjour, beziehungsweise in der Linux ist der Dienst das AVAHI, der ist aber normalerweise immer drauf, braucht man sich gar nicht darum kümmern. Kommt man auch schon gut drauf, muss man dann immer mit Raspberry Pi.local drauf verbinden. Und die IP-Adressen sind dann irgendwas. Wie gesagt, wenn man das jetzt mit fixen IP-Adressen, da ist jetzt zum Beispiel die Fenster, wie das im Mint ausschauen würde, also man findet dann eine Verbindung, die eben diese MAC-Adresse 001, ich habe da jetzt auch nicht Nummern extra, die merkt man sofort, das ist die Raspberry Pi. Also wenn man sich da was ausdenkt. Und dann kann man sie weil sie hast ja dann Netzwerkverbindung 2 oder 3 irgendwie, und dann kann man die dann umbenennen in Raspberry Pi Zero, wenn man es am ersten Fenster sieht, dann hat man es da drinnen, und dann kann man entweder, wenn man jetzt nichts parametriert hat, also die erste Variante gemacht hat, wo man nur einstellt, ohne fixe IP-Adresse, dann müsste man auch nur per Link Logical gehen und kriegt dann schon die Verbindung. Und wenn man fixe IP-Adresse vergibt, dann kann man entweder am PC eine fixe IP-Adresse vergeben oder man richtet eben den DHCP ein und kriegt dann eine automatisch. Ja, das war so der Aufbau. Das schaut ungefähr so aus, wie wir das im Workshop hätten machen können. Man schließt einfach am Laptop das Kabel an, geht drauf und kann dann so kommunizieren und kann da zum Beispiel dann irgendwelche Elektronik anschließen, kann eine Entwicklungsumgebung anstarten, wie man eben hinten sieht. Das war ursprünglich ein Code Lite geplant und da hätte man zum Beispiel das Display programmieren können, sieht man oben jetzt im Hintergrund. So, und das hätte eben den großen Vorteil gehabt, dass man keine Monitore, Tastatur, Maus für jeden Teilnehmer braucht hätte, sondern wir hätten mit dem Haupt-PC arbeiten können. Was man eben noch machen kann, dass man ein Mass-Storage draus macht aus der Raspberry Pi Zero, das ist einfach, da tut sie so, wie wenn sie eine Festplatte wäre. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das in einem File, also man macht ein File, das so ausschaut wie eine Partition. Da muss man so ein Loopback-Device machen und das dann einbinden. Ich habe jetzt da eine einfachere Methode gewählt und da für das Beispiel, indem man einfach ein RAM-Disk macht. Das ist ein bisschen leichter handelbar, weil man das nicht im Linux nicht über das Loopback-Device dann wieder einmounten muss, sondern das kann man direkt dann ansprechen. Das heißt, da muss man in Command Line ist ja praktisch die Kernel-Parameter für den Starten. Da habe ich jetzt eine größere RAM-Disk angegeben, das sind jetzt 48 MB. Und damit kann ich dann später einen RAM-Disk anlegen, der 48 MB groß ist. Das muss ich unbedingt beim Kernel-Parameter schon mitgeben. Das Große, das mit dem Echo zeigt, FDisk, das ist einfach eher generiert, dann habe ich praktisch wie leere Festplatten, die muss ich erst partitionieren. Das macht jetzt die obere Zeile, macht eine Windows-Partition da drauf mit FDisk. Und aussprechen tut man es mit def RAM 0. Theoretisch gibt es dann noch mehrere. DEFRAM 0 und mit MacDOS OS habe ich dann dort ein DOS-Filesystem gemacht. DOS deswegen, weil ich das für Windows verwendet habe. Ich zeige noch einmal genau, wo die Anwendung gewesen ist. Aber auf jeden Fall muss man da eine Partition, man könnte natürlich eine Linux-Partition machen, aber die kann man dann natürlich dann nur an Linux-Systeme anbinden. Mit dem DOS-Dateisystem ist man dann kompatibler und kann das unter Windows auch. Ja, und dann muss ich einfach dieses Kernel-Modul wieder laden, das heißt get mass storage. Da gebe ich dann einfach das File an. Entweder das File mit der Partition oder wie da eben leichter mit der RAM-Disk. Dann gibt es da so ein paar Parameter, die kann man sich vom Modul auflisten. Da habe ich jetzt read-only zum Beispiel. Stall weiß ich jetzt gar nicht genau, was da jetzt noch dahinter war. Und wenn ich das wieder weg haben will, dann muss ich es mit Remove-Mod wieder rauswerfen sozusagen. Wo ich das verwendet habe, ist, ich habe so einen GPA-Dumper gemacht, also
Game Boy Advanced Module, Speichermodule für den Game Boy. Kann man mit dem auslesen. Und es ist jetzt so, das ist einfach an dem PC angebunden. Oben gibt es eine Drucktaste, da druckt man drauf, dann dumpt er das in den Memory rein und macht dann, so wie wenn er Festplatten, tut so wie wenn er Festplatten wäre und gibt dieses Spiel, was eigentlich auf dem Modul gespeichert wird, dort frei. Das heißt, für den, da habe ich jetzt einen Windows-Rechner im Kopf und da poppt dann ein Fenster auf mit einem neuen Festplatten und dort ist dann der Speicher drauf. Und ich weiß nicht, wir können probieren, ob es ist, ja. Da nochmal, das ist die Entwicklung für diesen ROM-Dumper. Da hat mir jemand da oben, also die, ich habe jetzt prinzipiell die Idee gehabt, habe es auf so einem Prototypen-Board einmal aufgebaut, habe das programmiert und ich habe dann jemanden gefunden in Deutschland, das ist ein Frank, so, der hat mir dann das Board designt. Also dieses, die Platine. Und bestückt teilweise, weil sie mit SMD, also sie ist extra in der Größe von einer Raspberry Pi Zero, damit man es dort aufstecken kann. Und funktioniert dann autonom nur, braucht man nur die Taste drücken und das dumpt raus und mountet das. Ich kann noch probieren. Haben wir noch genug Zeit? Wie schaut es denn zeitlich aus? Vielleicht können wir uns das YouTube anschauen. Ich weiß nicht. Achso, mein Laptop ist nicht im Internet. Machst du schon einen Hotspot, oder? Ich mache schon einen Hotspot, ja. Gibt es da mal schon irgendwelche Fragen? Achso, das habe ich auf Linux aber nicht eingerichtet. Ich mach das. Du wirst Fragen beantworten. Gibt es irgendwelche? Achso, machst du mit deinem? Ja. Keine Fragen. Der Martin traut sich nie, aber er könnte Werbung machen. Achso. Er hat schon ein paar Bücher auch zu dem Thema. Also ich habe im letzten Jahr einiges mit diesen Alternativen beschäftigt zur Raspberry Pi und zur Raspberry Pi Zero. Das heißt, es gibt ja, wie ich da vorne gezeigt habe, die Nano Pi Neo und die Orange Pi. Und ich habe ein Buch geschrieben und diese verschiedenen Boards miteinander verglichen. Also jetzt nicht nur auf CPU-Geschwindigkeit oder so und Übertragungsgeschwindigkeit, aber ja auch, aber auch mit der GPIO-Geschwindigkeit. Also das sind eklatante Unterschiede und da ist man mit der Raspberry Pi recht gut. Also die hat recht gute. Welches ist das jetzt meiner? Ja. KDE. Was war's? Mein KDE war's nicht. Nochmal? Geht nicht. Oder was muss ich da jetzt machen? KDE Wallet. Das ist ja KDE Wallet. Ach hey. Ja, und da habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Fruit Pi, kann man bei Amazon kaufen. Oder bei mir beim Projektstand kann man es auch dann haben. Ja, so als Eigenwerbung. Wollte ich aber eigentlich gar nicht machen. Ja. Sonst irgendwelche Fragen? Gar nichts. Wer hat ein Raspberry Pi Zero daheim? Also noch wenige. Da haben jetzt 6, 7 nicht aufgezeigt. Die werden gestern beim Workshop waren vielleicht. Achso, ja, also für mich ist das vor allem ein interessantes Feature gewesen von der Raspberry Pi Zero. Manchmal, die Raspberry Pi Zero, die, also die hat es ja schon vorher, hat es ja die anderen Varianten schon gegeben. Das ist nur vom Preis her, ist sie attraktiv eigentlich. Aber für mich war vor allem dieser USB-OTG-Modus was Neues und mit dem herumspielen war ganz interessant. Und das hat sich für den Workshop eben als optimale Lösung ergeben, wie man mit relativ wenig Kosten ja, die anbinden kann, weil wir haben das Problem, dass wir im Workshop, ja, können wir uns auch anschauen, im Workshop haben wir ja fixe PCs und die haben meistens VGA-Anschluss und die das alles abstecken, das wäre blöd gewesen. Also das war eine gute Idee, dass wir das für einen Workshop so realisieren. Jetzt können wir uns das kurz mal anschauen, wie der Dumper so funktioniert. Da startet das Programm. Das ist jetzt so, dass das Programm, wenn es einmal gestartet ist, wartet auf den Tastendruck mit Beginnt zum Auslesen. Während dem Auslesen blinkt diese, also wir haben auch so eine Art Status-Net, die blinkt dann und fängt immer schneller zum Blinken an, je weiter fortgeschritten das ist. Jetzt haben wir schon weiter gesprungen, auch kurz vor dem Ende, da ist er jetzt fertig geworden. Jetzt poppt im Windows eben so ein Fenster auf mit diesem gedumpten Spiel, also als Datei. Jetzt kann ich in den Emulator reingehen. Sagt dann da auf Öffnen
weil dann direkt die Datei, die jetzt auf der Raspberry Pi Zero oben liegt, aus und dann startet mir der Emulator mit dem Spiel. Ja. Na, das Problem ist, dass die, die Frage war, ob dieser OTG-Bahn in der normalen Raspberry Pi auch dabei ist. Das Problem ist, dass die hier hinten rum so einen USB-Hub angeschlossen haben an den USB, um aus diesem einem USB-Kanal Viere zu machen. Und dadurch geht der Weg zurück nicht mehr. Also hat es nicht. Also der A dürfte es gehabt haben, weil der hat ja auch keinen so einen Hub hinten dran gehabt und kein Ethernet. Aber da soll angeblich irgendwas nicht gelaufen sein, glaube ich. Da bin ich mir nicht sicher. Es könnte sein, dass der A das gehabt hat. Aber A habe ich selber gar nie besessen und nie. Die waren recht schwer zu bekommen. Bitte nochmal? Internet war doch über USB angebunden. Ja. Also, Frage wiederholen. Ja, ich passe in die Antwort ein. Also beim Raspberry Pi war es so, dass dieser Chip, der was da drauf ist, der macht nicht nur einen USB-Hub, also der macht vierfach USB plus Ethernet. Das war schon so, das stimmt, ja. Und das ist einfach weg oder wegrationalisiert worden bei der A und bei der Raspberry Pi Zero. Und dadurch geht das halt bei den anderen Modellen nicht. Aber es ist so, dass sie zum Beispiel die Orange Pi oder die Banana Pi oder so, weil ihr alle kennt, die haben da noch einfach einen zusätzlichen gemacht, weil die haben mehrere USB-Kanäle gehabt. Die haben ja drei USB-Kanäle, glaube ich. Und die Raspberry Pi hat nur einen. Also entweder sie macht einen, wo man alles Mögliche anschließen kann, oder man geht da wieder auf einen Hub, aber dann geht es nicht mehr zurück. Nein, das ist über einen anderen Bus. Also die Frage war, ob die Raspberry Pi Zero da auch wieder einen USB-Hub hat, also die jetzt WLAN dabei hat. Nein, das ist nicht so, weil dieser WLAN-Modul, das bei der 3er und bei der W jetzt drinnen ist, das über SDIO oder so irgendwie heißt der Bus, glaube ich, also über einen anderen Bus angebunden ist. Der ist halt gut, weil er das USB entlastet. Weil die ganzen Lösungen, das hat ja vorher, haben schon viele Sticks halt angesteckt, nur damit wird halt der USB dann auch belastet, wenn ich jetzt noch Festplatten anschließe oder so, wenn ich es als NAS benutzen will. Also das ist jetzt sicher, so ein W ist sicher besser, wenn ich die jetzt im NAS-Betrieb haben will, dann wird das nicht mehr geshared. Das ist ein extra Bus-System. Passt. Gut. Ja. Passt. Dann übernehme ich an dem Punkt einmal. Kurzer Applaus für Martin. Dankeschön. Wir sind dann später auch noch beide beim Projektstand, also wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr findet uns dann unten beim Projektstand einpartieren im Computer. So, dann sage ich mal Hallo von meiner Seite, mein Name ist Manfred Wallner, bin wie jedes Jahr wieder zusammen mit Martin da und präsentiere euch jetzt ein paar andere Projekte, Anwendungsmöglichkeiten für die Raspberry Pi, auch für die Raspberry Pi Zero. Allgemein über was wir jetzt da sprechen, zuerst ein bisschen in die Richtung Home Automation, also was kann man mit der Raspberry Pi in dem Bereich machen, was gibt es da für Lösungen, wo sind meiner Meinung nach die Stärken, wo sind die Schwächen, was für Sensoren gibt es eigentlich schon fix fertig, um ein paar Euro zu kaufen, was wirklich Sinn macht. Dann allgemein für die Raspberry Pi Zero habe ich euch ein bisschen was zusammengesucht, was man speziell mit der besonders gut machen kann. Und dann andere Projekte, das war glaube ich ein bisschen spät, wo ich die Präsentation gemacht habe. Kurze Frage an den Staff, die Präsentationen sind dann alle online verfügbar auch, korrekt? Ja, perfekt. Es sind auch bei Martin waren drinnen, bei mir sind auch einige Links drinnen, nicht schrecken, ihr braucht sie jetzt nicht abschreiben, fotografieren oder sonst irgendwas, die werden dann zur Verfügung gestellt werden. So, Thema Raspberry Pi Home Automation ist eigentlich so ein ganz ein klassisches Anwendungsbeispiel für die Raspberry Pi als Einplatinencomputer, der sehr günstig ist, aber sehr mächtig in dem, was er kann, da eben auf komplettes Betriebssystem drauf laufen hat. Ja, was kann man machen? Eigentlich ziemlich alles, was man mit Hausautomatisierung verbindet. Man kann Rouletten steuern, man kann Lichtheizung damit fernsteuern, man kann eine Zugangskontrolle bauen. Dazu ein kleines lustiges Gimmick. Die Raspberry Pi Zero ist so klein, ich habe das schon gesehen, dass man sie in ein NumPad eingebaut hat zur Zugangskontrolle. Sprich, da hat es dann wirklich nur mehr ein Kabel weg von einem NumPad und in dem NumPad drinnen, hinten, also so Teil einer Tastatur rechts, wo die Ziffern oben sind, für alle die, die mir jetzt nicht folgen haben können, die Raspberry direkt drinnen, die Zero, und es geht nur mehr ein Stromkabel raus, das die Raspberry mit Strom versorgt, weil intern ist dann das NumPad direkt mit der Raspberry verbunden.
Wenn man die W dann auch noch nimmt, dann hat man gleich ein Numpad irgendwo vor der Haustür draußen. Und ja, ganz lässig, was man mit der ZeroGot machen kann, aufgrund der Größe auch. Ja, die klassischen Anwendungsgebiete von Hausautomatisierung, da werde ich nicht viel erzählen müssen. Interessant ist aber, was gibt es für die Raspberry Pi als Hausautomatisierung? Ich habe da jetzt da meine Favoriten, muss ich sagen, aufgenommen. Die Liste der Projekte, eben angefangen mit Alert A, ist auch die Reihenfolge, in der ich es jedem empfehlen würde, sich das Ganze anzuschauen. Alert A ist eher ein kleineres Projekt, ich glaube vom Roman heißt er, bin ich mir jetzt nicht sicher, oder egal, ein deutscher Kollege, dem kann man mal eine Mail schreiben. Ihr findet sein Projekt Alert A auf GitHub. Das heißt, wenn ihr mit der Konfiguration nicht zusammenkommt, obwohl es wirklich gut dokumentiert hat, schreibt es ihn an, er schreibt euch zurück. Wenn ihr Spezialanwendungsbeispiele habt oder einen neuen Sensor einbauen wollt, er ist da wirklich sehr offen und unterstützt auch gerne. Alert A ist jetzt ein Softwareprodukt, das kommt eher aus der Richtung, wie der Name schon sagt, Alarmanlage. Hat aber die es ist ein sehr cooles eigentlich Alerting- und Messaging-System. Ich habe da einen Server, das ist der Alert-A-Server, und ich habe mehrere Clients, die sich dorthin verbinden. Die werden zyklisch überprüft, ob die noch da sind. Jeder Node, das kann jetzt ein Raspberry sein, das kann ein BeagleBone sein, das können verschiedenste Sachen sein. Python wird drauf laufen. Diese Nodes, die melden sich beim Server und teilen ihre Stati mit. Und jeder Node, sprich ein Raspberry oder was auch immer, kann auch mehrere Sensoren angeschlossen haben. Die werden dann automatisch in ein Inventar beim Server eingenommen. Es gibt eine coole Android-App dafür. Es gibt für die Kommandozeilenfreunde eine Kommandozeilenübersicht. Das ist da oben in der Mitte, das Schwarze, wo ich alle meine Sensoren habe bei den einzelnen Nodes. Das heißt, ich sehe da so geblockt zusammen. Zum Beispiel, da sind jetzt links unten vier grüne, ein rotes in einem so einem Block drin. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein Node, das könnte ein Raspberry sein. Im trivialsten Fall habe ich jetzt einfach vier GPIOs und drei davon sind offen, einer geschlossen, wie auch immer man das bolt. Könnt ihr jetzt zum Beispiel verwenden, wenn ich einen Taster bei den Fenstern oder bei den Türen im Haus habe. Neuere Türen und Fenster haben das schon eingebaut. Ja. Und Alert A kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist sozusagen First Go-To, wenn man was in die Richtung Alarmanlage oder vielleicht sogar Wetterstation machen möchte. Die Konfiguration von Alert A ist jetzt da ein bisschen komplizierter wie die von FHEM. Das FHEM, das ist ein sehr cooles Produkt, das ist ein bisschen abgerundeter, sage ich mal. Da hat man nicht nur eine Android-App dafür, da gibt es auch die iOS-App dafür. Großes Produkt, bitte anschauen. Die anderen zur Vollständigkeit halber, PyHome, Open Home Automation, Home Control, viele von euch. Kurze Frage, wer hat schon einmal von einem der Produkte, die ich damals aufgeschrieben habe, oder von einer Softwarepakete gehört? Doch, einige. Gut, aber ja, für die jetzt nicht aufgezeigt haben, war doch die Hälfte. Schaut es euch an, wenn ihr Raspberry habt oder wenn ihr was in die Richtung machen wollt. Es ist unglaublich, was man mit 2-3 Stunden Konfiguration und ein paar Kabeln schon ausrichten kann. So, Thema Sensorik. Ich glaube, das HDMI-Kabel hat einen leichten Wackler. Schaut so aus. Gut. Wer kennt Fritzing-Zeichnungen? Hier. Mehr. Gut. Sensorik für Raspberry Pi. Der große Vorteil ist die GPIOs. Ich brauche für viele Sensoren, die ich zubestecke, gerade nochmal einen Pull-Up oder Pull-Down. Das heißt, ich habe einen Widerstand, einen Sensor und geht. Ganz links sehen wir einen DHT22 Luftfeucht- und Temperatursensor. Das ist so das Klassische, also was man zuerst einmal probiert. Man geht her, sagt, ich möchte jetzt Home Automation machen, ich stelle mir jetzt mal zwei Raspberries hin und ich hätte ganz gern von diesen zwei Räumen, wo die Raspberries stehen, oder eben auch Raspberry Pi Zeros, die Temperaturen und die Luftfeuchte aufgezeichnet, keine Ahnung, alle 10 Minuten, mache mir eine Kurve draus, schau mal, wie funktioniert meine Heizungsabsenkung, die Nachtabsenkung von der Heizung zum Beispiel richtig. Also nehme ich zwei Raspberries, kosten, sagen wir mal, die Zero 10 Euro das Stück, zwei DHT22 dazu, Widerstand, bin ich 30 Euro Materialkosten für zwei Temperaturfühler und die mit, noch dazu mit WLAN verbinden kann, wenn ihr Zero Wireless nehmt. Also Kosten meiner Ansicht nach wirklich gering und ich kann schon viel damit ausrichten. In der Mitte des Bildes, das ist ein Setup von einem Infrarot-Empfänger. Das heißt, ich könnte die Raspberry Pi auch mit einer Fernbedienung fernsteuern. Das wird dann interessant, wenn man in die Richtung XBMC oder Media Center geht. Ja. Und ganz rechts ist noch ein bisschen komplizierterer Aufbau. Also das
muss man nicht so kompliziert machen, aber da ist demonstriert, wie man einen Ultraschallsensor mit, über ein Arduino mit der Raspberry verbindet. Das heißt, die Raspberry ist so offen, man kann auch beliebige andere Mikrocontroller und Systeme einfach damit verbinden. Zu Raspberry Pi Zero. Nicht schrecken, ich schalte gleich weiter. Linksammlung. Die Raspberry Pi Zero hat allein auf ihr, wegen ihrer Größe und die Zero Wireless wegen ihrer Größe, wegen ihrem geringen Stromverbrauch und wegen ihrer Bluetooth- und WLAN-Konnektivität wirklich an sehr viele neue Projekte möglich gemacht. Ich habe gestern zum Beispiel gefunden, es hat zwei Hobbyforscher aus Großbritannien gegeben, die haben es geschafft, dass sie mit einem selbstgebastelten Ballon eine Wetterstation 37 Kilometer in die Luft gekriegt haben und Live-Telemetrie-Daten empfangen haben mit einem 11-Milliwatt-Sender, Kostenpunkt auch unter $100. Also das ist relativ cool eigentlich, was man damit machen kann. Das sind so meine Lieblingsseiten für Projektideen und was man sich anschauen kann. Die haben ja fast alle eine Fritzing-Zeichnung dabei und was für Hardware man dafür braucht. Also Hackster, Hackaday, Beepbomb und Thingiverse. Die meisten kennen es eh, aber nur mal zur Vollständigkeit, weil die Folien dann online sind. So, Beispiele und Ressourcen weiter. Fritzing, die lustigen Zeichnungen, die wir vorher gesehen haben, wo jeder nachstecken kann, die selbst haben Gott sei Dank auch Inventar von Raspberry Pi Projekten. Das heißt, schaut es euch an, auch in Richtung Home Automation, die sagen euch gleich, gut, was für Schaltung braucht ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn eure Fenster oder eure Türen jetzt kein Taster haben und ihr möchtet jetzt das eben mit einem Taster, mit einem Infrarotschalter, mit einem Ultraschallsensor, gibt lustige Möglichkeiten, wie man überwacht, ob jetzt ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Ja, also zu dem. Gut, bevor ich jetzt da mit der Home Automation noch ganz fertig mache, persönliche Erfahrungen. Ich habe Alert A bei meinem Schwager installiert. Da haben wir zwei Raspberries, mittlerweile Gott sei Dank die Dreier. Die waren beide vorne komplett gespiegelt. Und es gibt da eine Extension zu Raspberry Pi, das ist das Pi Extender. Das Board, das liegt unten auch auf bei uns, das erweitert die Raspberry Pi um einige Eingänge, Ausgänge. Das hat dann schon die nötigen Vorwiderstände drinnen, dass ich es in zum Beispiel eine 24 Volt Schleife reinhängen könnte, ohne dass ich die Hardware von der Raspberry selbst gefährde oder beschädige. Kostenpunkt ja, in etwa 100 Euro, aber wenn ihr jetzt euch wirklich eine professionellere Hausautomatisierung zusammenbauen wollt, dann sage ich, ist es das wert, dass ihr noch so ein Erweiterungsset für die Raspberry dazu organisiert. Wie gesagt, liegt ein bisschen was unten bei unserem Einplatinencomputerstand auf und könnt es euch dann gerne noch anschauen, beziehungsweise kann ich ein bisschen beraten, was ich bis jetzt da selbst gemacht habe damit. Wir haben es zuerst versucht, komplett selbst zu bauen, hat meistens hingehauen, aber nicht immer, und da haben wir gesagt, haben, gut, wir wollen doch eine Alarmanlage bauen, haben wir uns dann was gekauft dafür. Das war dann die sinnvollere Lösung. Wohlgemerkt, wenn ein paar Bastler und Elektrotechniker bei euch dabei sind, vielleicht kriegt ihr es besser hin, oder ich bin sicher, kriegt ihr es besser hin. Ja, wenn ihr den Lötkolben einmal im Monat angreift, dann ist schon viel. Also gut, weitere Raspberry Pi Projekte habe ich noch ein bisschen versprochen. Was noch gemacht wird. Ich habe vor mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Jahren in der Polytechnischen Schule in Wildona Informatikraum ausstatten dürfen. Wir haben da 16 Raspberry Pis im Einsatz, mittlerweile Model B Plus und 3. Und da gibt es ein cooles Projekt, das heißt Berry Terminal. Berry Terminal ist eigentlich nichts anderes wie eine super lightweight Distri, die in, ja, beim Starten komplett in Arbeitsspeicher geladen wird und sie einfach nur mit so einem LTSB-Server hin verbindet. LTSB ist leider schon wieder eher am Wegsterben, kommt mir vor. Derzeit funktioniert es noch. Ja, das Linux Terminal Server Project, ich hoffe, es greift wieder irgendwer auf und wird es weiterentwickeln, weil in der grafischen Thin-Client-Welt gibt es in Linux halt leider, oder meines Wissens noch, nicht wirklich was sinnvoll Brauchbares sonst, außerdem eben. Für den Schulbetrieb kann ich sagen, es ist ausreichend. Es ist halt die super günstige Möglichkeit, einen Informatikraum auszustatten, wenn wir sagen, wir brauchen nur Textverarbeitung, wir brauchen ein bisschen einen Browser und wir brauchen irgendein leichtgewichtiges CAD-Programm, dann geht das. Super Anwendungsbeispiel für Raspberry Pi. Was kann man noch gut machen mit Raspberry Pi? Man kann spielen. Natürlich. Das Projekt BrickPi kann ich nur jedem empfehlen, der Lego Mindstorms zu Hause hat, beziehungsweise wenn jemandem das ein Begriff ist, RCX, NXT und EV3, das sind die drei Generationen, die es
so gibt bei den LEGO Mindstorms Controllern sozusagen. Und bei RCX und EV3 zahlt sich das Brick-Buy wirklich aus, weil die Anschlüsse eben auch die gleichen sind. Ich kann die ganzen Sensoren und Motoren, die es gibt, die eben diesen standardisierten nicht ganz RJ11-Anschluss haben, weil sie uns hackeln wollen, indem sie oben den Clips versetzen, sodass du kein normales Telefonkabel nehmen kannst. Aber ich gebe euch einen Tipp, reißt beim Telefonkabel den Clips weg und schaut, dass das einfach sonst irgendwie drin bleibt. Dann passen nämlich die normalen Telefonkabel auch. Da könnt ihr alles anstecken, was ihr wollt. Und ja. So, was kann man mit Raspberry Pi machen? Projekte, Projekte, Projekte. Multimedia Center habe ich vorher schon erschnitten, da gibt es das Kodi. Also Kodi, wenn ihr es noch nicht gehört habt, unbedingt anschauen, ist top. Es gibt ein paar Plugins, die angeblich zumindest in Deutschland nicht ganz so erlaubt sein sollten. Ja, Kodi selbst auf alle Fälle ist ein Framework, da kann man Plugins reinladen, mehr brauche ich glaube ich nicht erzählen. Dann Werbeblocker Pi-Hole ist wunderbar. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt auf bild.de oder spiegel.de gehen wollt, weil die gehen dann nimmer, dann habt ihr eine Möglichkeit, mit Pi-Hole euren gesamten Internet-Traffic über einen Werbeblocker zu fahren. Was bringt das? Ihr habt ja alle Adblock Plus oder sonst was. Ist ganz einfach. Ihr habt es auch auf dem Tablet und auf dem Handy. Sprich, ihr geht her, steckt ein Raspberry zu und zu eurem Router und richtet dann euren Gateway als die Raspberry ein. Beziehungsweise, wenn ihr zwei Router daheim habt, dann schleift es überhaupt über Raspberry Pi drüber, dann braucht es gar nichts umstellen. Und die Pi-Hole, die arbeitet, was ich weiß, auf, also ist eine Distribution, die heißt Pi-Hole, die arbeitet auf DNS-Blocking-Ebene, glaube ich. Das heißt, wenn ihr auf irgendeiner Seite geht, wurscht mit Handy, Tablet oder PC, ist einfach keine Werbung mehr da und das ist relativ klasse. Zwischendurch habt ihr mal für einen Tag eine Werbung, bis sie es noch gefixt haben, aber nur auf manchen Seiten. Also, da wischt sogar auf YouTube und Steam und so weiter die meisten Geschichten. Pi-Hole, Werbung AD. Wie gesagt, Bild und spiegel.de geht halt nicht mehr, aber ja. Spielekonsole, RetroPie. Wer gern alte Spiele spielt, gute Spiele spielt, wir haben es unten auch aufgebaut, glaube ich, die RetroPie. Ja. Ist aber dort ein anderes System, ist Stacker. Das ist ein Projekt direkt aus dem RetroArch. Ja. Also die haben sich jetzt selber bei RetroArch gedacht, wir machen zu, also RetroArch ist ja eine Library, die was verschiedene Emulatoren bereitstellt. Und die haben sich gedacht, wir machen die Oberfläche jetzt auch noch damit und das Projekt heißt Stacker. Okay. Also das ist direkt vom Hersteller, der die Emulatoren zur Verfügung stellt. Weil das sind die Emulatoren, die auch RetroPie und auch RecallBox, ist auch so ein System, verwenden. Okay, also unten dann noch mehr Infos zu dem Thema. Dann Web Radio Player, also Musicbox, DronePie finde ich ganz lässig. Also man kann sich auch, unten ist es Bild drinnen, man kann sich auch eine Drohne bauen mit einer Raspberry Pi und ein bisschen Zusatzhardware. Es wird gar nicht so teuer, muss man jetzt sagen. Also man kriegt um $200 dann wirklich schon was flugfähig lässiges zusammen. Wobei ich würde meine TBS Vendetta nicht dafür eintauschen. Ich meine, es ist cool, es ist halt keine Racing-Drohne, aber man kann mit einer Raspberry Pi auch was bauen, das sehr gut fliegen kann. Natürlich, man kann es als Mini-PC verwenden, wenn man sagt, ich habe irgendwo einen alten Monitor und ich will eigentlich nur Internet surfen. Mini-PC ist kein Thema. Print-Server ist klassisches Anwendungsbeispiel. Ich habe irgendwo einen alten HP-Drucker und ja, die Treiber wollen im Windows 10 nicht mehr. Entschuldigung, jetzt nicht steinigen. Klassischer Anwendungsfall. Dann ja, stecke ich Raspberry dazwischen und vor allem einen Cups-Print-Server. Ja, sonst noch natürlich vieles mehr. Meine aktuellen Projekte, jetzt muss ich kurz schauen, da unten ist eine Url. 75 Beispiele, was man in einem Raspberry Pi alles machen kann. Durchscrollen, versuchen nicht zu lachen, es sind echt lustige Sachen dabei. Meine aktuellen Projekte, was ich jetzt selbst damit mache, wir können gerne noch später unten drüber diskutieren, weil Zeit haben wir nicht mehr viel. Home Automation, Fresh Air Notifier, Hausautomatisierung bei mir daheim selbst, ist derzeit jetzt gerade im Werden. Was meine ich mit Fresh Air Notifier? Ich habe eher das Problem, nicht, dass bei mir wer einbricht, weil es gibt nichts zum Holen, sondern dass ich vergesse, die Fenster und Türen aufzumachen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für 3 Tage in meinem Büro oder im Wohnzimmer die Fenster nicht aufgemacht habe, dann kriege ich eine E-Mail geschickt, du lüft wieder mal. Also, wie gesagt, die Anwendungsmöglichkeiten sind, man kann sie vieles einführen lassen. Dann der Internet Connectivity Monitor. Da habe ich jetzt leider keinen Screenshot drin, das wäre dann später, gibt es noch einen Link auf meinem Blog. Ich habe einen Speedtest gemacht. Bei mir, wo ich jetzt wohne, da gibt es
quasi kein Internet, das ist relativ weit am Land draußen. Aber wir haben das Steiger LAN, also wir haben ein WLAN-Netzwerk über die Gemeinde auch und da war ich mal neugierig, wie es ausschaut mit den Bandbreiten und habe mir einfach ein Raspberry zugehängt und der hat alle 10 Minuten einen Speedtest gemacht, das für 2 Wochen laufen gelassen und dann ja, mal geschaut, was dabei rauskommt. Feuerwehr, Alarm, Mail, Anzeigen und Drucker, bin seit kurzem zwangsbeglückt bei der Feuerwehr. Und da haben wir jetzt ein Projekt, wo wir im Endeffekt ein Szenario, es geht die Sirene los, dann bekommt man mit dem neuen System gleichzeitig einen Alarmfax und einen Alarmmail geschickt. Und jetzt hängt dort einfach ein Raspberry im Netz, die sobald so eine E-Mail daherkommt, das auch ausdruckst und auf dem Monitor anzeigt. Das heißt, wo ist der Einsatz und was ist passiert. Das heißt, die Feuerwehrleute, die dann dorthin kommen, haben einfach ein bisschen mehr Infos. Und dann die Fotobox, das ist das Projekt da unten, da habe ich eine alte Kamera wiederbelebt. Und ja, mache jetzt eine eigene Fotobox für Veranstaltungen, Hochzeiten etc., wo einfach die Leute hergehen und dann ja, selbst lustige Fotos von sich machen können, das Foto anzeigt und gleich ausdruckt kriegen, wenn sie wollen. Und die Raspberry Pi hängt da auch mit drinnen, dass wenn sie dann das Foto sagen, ja, ich hätte das jetzt gern, dann können sie das über ihr Smartphone auch runterladen gleich. Weil die herkömmlichen Systeme, die es auf dem Tablet und so weiter gibt, das noch nicht hergeben. Dass ich wirklich sehr selektiv jetzt nur ein paar Bilder schnell freigibt für, keine Ahnung, 5 Minuten und Download-Link oder was. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich glaube, wir waren recht gut in der Zeit. Ich hätte noch ein bisschen Werbung für Martin gemacht. Unbedingt seine Bücher anschauen, die kosten, ich glaube, 3 Euro auf Amazon. Da habt ihr Bauanleitungen drin für ein paar Projekte von vorn bis hinten durch. Der macht das sehr gewissenhaft. Ja, schaut bei unserem Projektstand vorbei und sonst sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und das zahlreiche Schauen.